Drei Tage später versuchen Nadine und Sven mit Hilfe von Anwältin Silvia Beutler-Krovers vor dem Berliner Familiengericht zumindest das Umgangsrecht für ihre Tochter zu erwirken. Richterin Barbara Jülich empfängt die verzweifelten Eltern. So, ich hatte ja von Ihrer Anwältin schon so einiges gehört. Und das klingt ja nach einer ziemlich vertrackten Situation. Aber ich möchte Sie bitten, mir das noch mal zu schildern. Ja, die Frau vom Jugendamt war da gewesen. Und sie hat uns Leni weggenommen. Nur weil wir nicht lesen und schreiben können. Das heißt doch aber nicht, dass wir schlechte Eltern sind, oder? Es ist nämlich eine Situation, an der meine Mandanten überhaupt gar keine Schuld haben. Also ich habe das Gefühl, dass diese Frau Klose vom Jugendamt meine Mandanten hier bewusst schikanieren möchte. Ja, ich meine, die haben uns von Anfang an aus irgendeinen Grund auf den Kicker. Und die wollen uns doch nur quälen. Die Frau war 2 Minuten bei uns. Dann stand für sie fest, dass sie uns Leni wegnimmt. Das kann doch nicht sein. Ja, die ist da also wirklich durch die Wohnung gerauscht, hat sich überhaupt gar keinen objektiven Eindruck verschafft, hat überhaupt nicht die Interaktion zwischen Eltern und Kind beobachtet. Das interessierte die alles überhaupt gar nicht. Und was viel wichtiger ist, Leni, die möchte unbedingt wieder zu ihren Eltern zurück. Ja. Also in dem Fall scheint das Jugendamt ja eindeutig übers Ziel hinausgeschossen zu sein. Allerdings. Heißt das, wir dürfen sie sehen? Ja, aber am Anfang nur in Anwesenheit des Jugendamtes. Also bei allem Respekt, Frau Vorsitzende, wir haben hier keine Familie, wo eine akute Kindeswohlgefährdung vorliegt. Sie müssen hier keinen begleiteten Umgang anordnen. Das Kind hat bis vor kurzem in der Familie gelebt und hat nicht irgendwelchen Schaden davongetragen. Außerdem haben die beiden sich schon längst um einen Platz in der Abendschule bemüht, damit sie endlich lesen und schreiben lernen. Das finde ich sehr löblich und ich finde es auch gut, dass Sie da eine Vorbildfunktion für Ihre Tochter ausüben. Naja, wir haben uns immer gut um Leni gekümmert und wir lieben Leni wirklich über alles. Und bei uns beiden hat sie das, was sie braucht. Das glaube ich Ihnen gerne. Aber Tatsache ist, ich möchte das Kind jetzt hier nicht hin und her reißen. Sie ist jetzt gerade erst in einer neuen Familie angekommen, also in dieser Pflegefamilie. Und zu viel hin und her wäre für das Kind jetzt nicht gut. Außerdem möchte ich gerne ein familiengerichtliches Gutachten in Auftrag geben. Was heißt das? Also ich halte es für überflüssig, aber das heißt, dass ein Gutachter feststellen wird, ob Sie beide in der Lage sind, ein Kind, insbesondere Leni, zu erziehen. Und Ziel dieses Gutachtens soll dann sein, zu gucken, ob Leni wieder in ihren Haushalt zurückkehren kann. Aber nach allem, wie die Sache hier gelaufen ist, da bin ich absolut sicher, dass das Gutachten für uns positiv ausgehen wird. Und wann können wir Sie dann sehen? Naja, der Umgang ist jetzt genehmigt, also ich gehe morgen zum Jugendamt und dann mache ich einen Termin. Ich bin so glücklich. Leni ist zwar erst ein paar Tage weg, aber es kommt mir vor wie Wochen. Ich werde gleich zu Hause ihren Lieblingskuchen backen und den bringe ich ihr morgen mit, wenn wir uns treffen. So open your eyes and see. 4 Tage haben Nadine und Sven ihre Tochter nun nicht mehr gesehen. Sie hatten nicht einmal die Möglichkeit, mit ihr zu telefonieren. Umso mehr sehnen sich die beiden nach ihrem einzigen Kind. Und auch Leni kann es kaum erwarten, ihre Eltern nach 4 Tagen endlich wieder in die Arme schließen zu können. Mama, Papa! Mensch, Engelchen. Guck mal, ich hab dir deinen Lieblingskuchen gebacken. Papa, wann kann ich wieder nach Hause? Bald, Schätzchen, bald. Kannst du garantiert wieder zu uns. Wer möchte, nimmt sich ein Stück, ja? Guck mal, ich heb dich da hoch, dann kannst du ein Stück Kuchen nehmen. Vorsicht. Ja, ich probier so gerne mal. Ja, ich nehm's später. Schatz, wie geht's dir denn? Nicht so gut. Ach, Schatz. Und in der Pflegefamilie, was macht ihr so? Wir haben geübt. Ich habe ein Diktat geschrieben und gerechnet. Wow. Und wie war's? Gut, aber ich will trotzdem wieder nach Hause. Wir müssen auch, dass du nach Hause kommst. Die Reuters lassen sich vor ihrer Tochter nicht anmerken, wie nah ihnen die Trennung geht. Sie möchten Leni nicht noch mehr aufwühlen und setzen alles daran, ihre Kleine aufzumuntern. Aber zum Glück hat ja der Bär ein dickes Fell. Die Pieken und Pieken, das hat ihn nicht gestört. Er hat sich immer nur gedacht, lecker Honig, lecker Honig. Der hat einfach weitergemacht. Leider können wir aber jetzt nicht weitermachen. Die Zeit ist um. Was? Wir sind doch gerade erst gekommen. Ja, aber wir hatten ein kurzes Treffen vereinbart. Und wenn das Ganze hier viel zu lange dauert, dann fällt Leni der Abschied nachher nur umso schwerer. Ich will aber noch mit Mama und Papa spielen. Süße, du bist doch kein kleines Mädchen. Lassen mehr, Sie oder? Uns doch endlich in Ruhe. Und lassen Sie bitte das Kind los. Nein. Frau Beutler-Krovers, könnten Sie Ihren Mandanten bitte erklären, dass Sie sich damit überhaupt keinen Gefallen tun und dass auch ich hier nur meinen Job mache? Leni, du kommst bestimmt ganz bald zurück zu Mama und Papa, ja? Schatz. Du musst jetzt mit der Frau mitgehen, aber wir können dich ganz bald besuchen. Ja, wir lieben dich über alles, meine Maus. Ich kann's nur lieben. Mhm. Ich euch auch. Alles Leni, gut. Gehst du bitte schon mal zum Auto? Na gut, geh ruhig hin. Ganz ehrlich, also ich halte das für keine gute Idee, wenn in den nächsten 4 Wochen hier irgendwelche Treffen stattfinden. Das Kind muss erst mal zur Ruhe kommen. Und ich diskutiere darüber auch gar nicht mehr mit Ihnen. Frau Schmitz. Ja.
Ich diskutiere hier auch nicht mehr mit Ihnen. Ich weiß ja nicht, wie lange Sie schon beim Jugendamt tätig sind, aber auch Ihnen müsste bekannt sein, dass es einen Gerichtsbeschluss gibt und dass Sie sich daran zu halten haben. Ich gehe jetzt mal. Wiedersehen. Ey, sowas. Das ist doch gar nicht, oder? Ich will mein Kind nicht erst wieder in 4 Wochen sehen. Ich kann ja mal versuchen, ob ich in Kontakt treten kann mit der Pflegefamilie. Und vielleicht lassen Sie sich ja darauf ein, sich mit Ihnen zu treffen. Und dann können Sie uns zumindest erzählen, wie es Leni geht. Mir ist alles recht, was die Anwälte macht. Hauptsache, Leni kommt wieder zu uns zurück. Nadine und ich, wir gehen noch kaputt daran. Ja, wenn ich daran denke, dass sie abends einschläft, weinend. Ja, das macht mich total fertig. In Berlin-Mitte kämpfen Nadine und Sven Reuter um ihre Tochter Leni. Das Jugendamt hat den Eheleuten das Kind weggenommen, weil sie Analphabeten sind. Rechtsanwältin Silvia Beutler-Krovas setzt alle Hebel in Bewegung, um ihren Mandanten zu helfen und vereinbart ein Treffen mit Lenis Pflegemutter Tina Hupe, die seit knapp einer Woche für die 8-Jährige sorgt. Wie geht's Leni? Also ehrlich gesagt nicht so gut. Sie vermisst sie sehr beide. Sie weint sehr viel vor dem Einschlafen und isst auch sehr wenig, also eigentlich fast gar nichts. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Das war die absolut falsche Entscheidung, dass das Jugendamt Leni aus der Familie genommen hat. Definitiv, der Meinung bin ich auch. Das Einzige, was ich tun kann, ist, mich um Leni zu kümmern, so gut wie es geht, und dem Jugendamt eben mitzuteilen, dass es ihr gar nicht gut dabei geht. Da fällt mir ein, ich habe noch was von Leni, das soll ich ihm geben. Wunderschön. Da fehlen mir die Worte. Ja. Wir haben auch noch was für Sie. Könnten Sie das bitte geben? Es ist ein Bild mit drin. Okay. Ach, da wird sie sich freuen. Das mache ich natürlich. Ich muss leider auch schon wieder los. Ich grüße Leni ganz lieb von Ihnen, okay? Frau Hupe, vielen Dank nochmal. Und das hat uns wirklich geholfen. Das war sehr wichtig für uns. Gerne, ja? Vielen Dank. Halten Sie durch. Danke. Okay. Wiedersehen. Ich hatte ja schon viele Kinder bei mir zur Pflege, aber keins war so traurig darüber, von seinen Eltern getrennt zu sein wie Leni. Sie fragt jeden Abend nach ihrem Vater, damit er ihr eine Geschichte erzählt. Und die will sie natürlich nur von ihm hören. Dieses Kind gehört definitiv zu seinen Eltern nach Hause, ganz klar. Wenn selbst die Pflegemutter sagt, dass es ihr so schlecht geht, können wir sie denn nicht früher wiederbekommen? So einfach ist das leider nicht. Wir müssen abwarten, bis das Gutachten fertig ist, und dann muss der Richter entscheiden. Aber nach dem, was Frau Hupe gerade erzählt hat, da bin ich mir total sicher, dass Leni bald wieder zu Hause ist. Ich will aber nicht mehr warten, es dauert mir alles zu lange. Und wenn sie nicht bei uns sein kann, dann will ich sie wenigstens sehen. Ja, und wie? Wir könnten zur Schule gehen, wenn sie Schluss hat. Hey, das ist eine gute Idee. Nein, stopp, stopp, überhaupt keine gute Idee. Wenn Sie da jetzt hingehen und irgendjemand sieht Sie, dann liefern Sie dem Jugendamt Munition. Und diese Frau Schmitz, die wird das mit Freude gegen Sie verwenden. Im Moment sitzt das Jugendamt am längeren Hebel und ist juristisch auf der sicheren Seite. Sie müssen sich jetzt einfach an die Regeln halten. An die Regeln? Wer sein Kind liebt, ja, da gibt es keine Scheißregeln. Vielleicht hat sie recht. Wir können es nicht machen. Das Gespräch mit der Pflegemutter hat Nadine und Sven sehr aufgewühlt. Es fällt ihnen schwer, die Ruhe zu bewahren und abwarten zu müssen, bis das richterliche Gutachten fertiggestellt ist. Zu groß ist die Sehnsucht nach ihrem einzigen Kind. Hä? Ich kenne die Nummer gar nicht. Geran, vielleicht ist wichtig. Reuter? Leni, Mensch, Engelchen. Hey, schön, dich zu hören. Aber du sag mal, wo hast denn du das Handy her? Von einer Freundin? Ach, Mensch, ja, supi. Du sag mal, wie geht's dir denn überhaupt? Gut? Ja, das hört sich gut an. Ja, und wie ist die Pflegemutter zu dir? Ach, das ist prima. Du, warte mal, ich geb dir mal die Mama, ja? Einmal. Schatz? Hi, Schatz. Ich vermisse dich auch. Ja, Schatz, ich weiß, dass du nach Hause möchtest. Ja, die Frau vom Jugendamt hat es verboten. Aber unsere Anwältin, die hilft uns, ja? Vielleicht so in einer Woche, ja? Und dann gehen wir alle zusammen zum Gericht. Ich geb dir Papa, ja, Schatz? Engelchen? Ja, die Mama hat recht. Hm? Ja, es geht nun mal jetzt leider nicht, dass du jetzt schon zu uns wieder nach Hause kannst. Ja, aber wenn du wieder da bist, dann erzähle ich dir wieder ganz viele Geschichten von dem kleinen frechen Bären. Hm? Du musst mir jetzt eins versprechen. Sag niemandem, dass wir miteinander telefoniert haben. Versprochen? Das ist unser großes Geheimnis. Ja, und du wirst auch wieder ganz bald bei uns sein, versprochen. Das macht mich total fertig. Aber unsere Anwältin meinte, dass der Spuk bald vorbei ist. Nadine und ich müssen natürlich jetzt durchhalten. Und dann hoffe ich, dass es so wird wie früher.
Es bricht Nadine und Sven das Herz, dass sie ihre Tochter nicht nach Hause holen können. Sie klammern sich an die Hoffnung, Leni bei der Gerichtsverhandlung in einer Woche wieder in die Arme schließen zu können. Doch bis dahin ist es noch eine lange Zeit, die das Ehepaar nur mühsam abwarten kann. Hey, Mäuschen. Hätten wir ihr mehr Kuscheltiere mitgeben sollen? Die liebt sie doch so. Immer wenn ich im Zimmer bin, denke ich, sie kommt gleich. Aber sie kommt nicht. Hey, jetzt mach dich doch nicht selber so fertig. Was soll ich denn machen? Mensch, Mäuschen, was soll ich denn machen? Hm? Guck mal, ich komme hier jeden Abend rein, will ihr eine Geschichte erzählen zum Einschlafen. Und dann fällt mir ein, dass sie ja nicht da ist und ihr Bettchen hat. Hey. Es wird wieder alles gut. Das bestimmt die Anwälte. Hm? Hey, Leni! Leni? Komm, Leni! Mama! Wo kommst du denn her? Ihr habt mir doch mal gezeigt, wie man die Straßenbahn benutzt. Ich bin weggelaufen, weil ich euch so vermisst habe. Wir haben dich auch so vermisst. Ich will nie wieder weg. Ach, das kannst du auch vergessen. Ne? Guck mal, wir lassen dich nie wieder weg. Ja, das ist versprochen. Du wirst jetzt immer bei uns bleiben. Hast du Hunger auf Nudeln mit Tomatensauce? Komm, ich mach dir welche. Moment. Wir spielen erstmal eine Runde. Hm? Okay, und ich mache den Nudeln mit Tomatensauce. Wir spielen den ganzen Tag, so lange wie du willst, egal was du willst. Was machen wir denn heute mit Elsa? Die hat Geburtstag. Die hat Geburtstag? Mhm. Ich bin so happy, dass Leni wieder da ist, dass sie den ganzen Weg alleine zu uns gekommen ist. Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Ich meine, das zeigt doch, wie sehr sie uns vermisst. Mir ist scheißegal, was das Jugendamt dazu sagt. Das Kind gehört zu den Eltern und basta. Leni und ihre Eltern genießen jede Sekunde miteinander. Nadine und Sven sind überglücklich, ihre Tochter wieder bei sich zu haben und vergessen fast, dass ihre Anwältin Silvia Beutler-Krovers sich angekündigt hat. Ich gehe schon. Okay. Hallo, komm mal rein. Ich habe ganz tolle Nachrichten. Was denn? Ja, ich habe einen Platz in der Abendschule. Super, ich habe auch tolle Neuigkeiten. Was denn? Kommen Sie mit. Leni ist wieder da. Du Schande, was haben Sie denn jetzt schon wieder gemacht? Gar nichts, Leni ist allein gekommen mit der Straßenbahn. Sie hat halt ihren eigenen Dickkopf. Ja, und den Dickkopf, den hat sie von mir. Und du bleibst bei uns, ne? Ja. Leni ist offiziell in einer Pflegefamilie untergebracht. Und solange das Gericht nicht auch offiziell wieder entscheidet, dass sie bei Ihnen wohnen darf. Ich will aber nicht. Ach ja, Mäuschen, das verstehe ich ja. Aber das geht nicht. Also ich muss sie wieder zurückbringen in die Pflegefamilie. Ja, das ist jetzt so schön. Ja. Hallo, Frau Alter. Ach, Frau Schmitz. Ist Leni bei Ihnen? Ja, Leni ist hier. Sehen Sie, ich hab's Ihnen gleich gesagt. Sagen Sie mal, Frau Reuter, sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Wissen Sie, also das mit dem Sorgerecht, das können Sie jetzt wirklich endgültig vergessen. Also Frau Schmitz, jetzt machen Sie mal halblang. Gott sei Dank haben nicht Sie über das Sorgerecht zu entscheiden, sondern das Gericht. Und außerdem ist Leni von ganz alleine gekommen. Jetzt hören Sie auf, meine Mandantin ständig zu bedrohen. Wie von ganz alleine? Ja, mit der Straßenbahn. Warum haben Sie denn das Jugendamt nicht verständigt? Weil ich gerade selber eben erst angekommen bin und weil ich der Familie Reuter gerade gesagt habe, dass ich Leni jetzt zurück in die Pflegefamilie bringe. Und Sie, Frau Schmitz, ja, Sie sollten endlich mal kapieren, dass das, was Sie hier machen, absolut kindeswohlgefährdend ist. Leni will bei ihren Eltern leben. Ja. Sie sind Frau Reuter, ne? Frau Reuter, dürfen wir uns mal kurz umschauen? Ja, kommen Sie rein. Danke sehr. Dürfen Sie das? Ja, leider ja. Hallo Leni, alles gut? Hallo, ich bin hallo. Hallo. Leni? Hallo. Sag mal, bist du wirklich von ganz alleine von Frau Hupe weggelaufen? Ja, aber ich will nicht zu. Ja, es geht aber hier leider nicht nach Wollen, weißt du? Komm, ich bring dich jetzt zurück zu Frau Hupe. Ich will aber... Wir sind draußen und warten vor der Tür. Ja, ist in Ordnung. Schatz, du musst nur heute mitgehen, okay? Aber ganz bald können wir dich besuchen, das versprochen, okay? Und wenn du wieder zurück bist, dann machen wir eine riesengroße Feier und laden all deine Freundinnen ja, ein, okay? Jetzt komm. Wir gehen zu Frau Hupe. Mama, ich will nicht. Ja, es geht leider nicht nach Wollen. Leni, ihre Jacke! Dann geben Sie die Jacke, ja, mein Gott. Und der Koffer. Schatz, sei stark. Sei stark, wir denken an dich, Schatzi. Koffer, Leni, Abmarsch. Schatzi, wir lieben dich. Ich will nicht. Schatzi, sei stark. Sei ganz stark, Schatz. Komm, bitte. Das Verhalten von Frau Schmitz kann hier bestenfalls als unsensibel bezeichnet werden. Leni einfach aus der Familie zu zehren, kann zu einer schweren Traumatisierung des Kindes führen. Aber ich werde der Richterin haargenau berichten, was hier vorgefallen ist. Und ich bin mir sicher, dass das zu unseren Gunsten bewertet werden wird. When you love
Vor dem Berliner Familiengericht kämpfen Nadine und Sven Reuter um ihre Tochter Leni. Die Achtjährige ist dem Ehepaar vor 2 Wochen vom Jugendamt weggenommen worden, weil sie Analphabeten sind. Anwältin Silvia Beutler-Kovers hat für heute einen Termin bei Richterin Barbara Jülich erwirkt, die die Grundschülerin befragen möchte. Du brauchst keine Angst haben. Setz dich mal erst hin. Ich will wieder zu Mama und Papa nach Hause. Na, das wollen wir jetzt ja beide ja mal zusammen rauskriegen. Und deshalb muss ich dir ein paar Fragen stellen. Ganz wichtig ist, Leni, dass du die wirklich ganz ehrlich beantwortest. Ist das okay? Gut, ich habe gelesen, du wohnst im Moment bei der Familie Hupe, das ist deine Pflegefamilie. Und ich wüsste jetzt gerne, wie es dir da geht. Ich bin ganz so traurig und ich will wieder zu Mama und Papa nach Hause. Du fühlst dich sehr wohl bei deinen Eltern? Wir spielen ganz tolle Spiele und ich kusche immer mit Mama und Papa. Das klingt gut. Was spielt ihr denn so? Erzähl doch mal. Verstecken, fangen, Mensch, ärgere dich nicht, Taschentuchpäckchen umwerfen. Taschentuchpäckchen umwerfen? Das kenne ich nicht. Was ist das denn? Erklär mir das doch mal, wie das geht. Da stellt Papa ganz viele Taschentuchpäckchen im Wohnzimmer auf und ich werfe sie mit einem Flummi um. Und wer die meisten umwirft, hat gewonnen. Das ist bestimmt lustig. Hat sich Papa ausgedacht. Mein Papa denkt sich ganz tolle Geschichten für mich aus. Meine Eltern sind die allerbesten. Das glaube ich dir gerne. Ich werde mal mit deinen Eltern reden und ihnen sagen, wie sehr du sie vermisst. Ist das okay? Und die Frau vom Jugendamt, die ist ganz böse. Ich glaube, vor der haben alle Kinder Angst. Das werde ich mir mal merken. Ich glaube, da ist mal ein ernstes Wörtchen mit dem Jugendamt fällig, ne? Gut, ich bringe dich jetzt erstmal wieder zurück, ja? Nachdem ich mich mit Leni unterhalten habe, stellt sich mir natürlich die Frage, wodurch hier das Kindeswohl bitte gefährdet sein soll. Dem Kind geht es gut. Die Eltern lieben ihr Kind heiß und innig. Sie unternehmen sehr viel mit dem Kind. Sie spielen viel mit ihr, was in den Familien heute nun wirklich nicht mehr an der Tagesordnung ist. Das heißt, mir erschließt sich der Handlungsbedarf des Jugendamts überhaupt nicht. Und ich denke mal, da ist auch noch ein ernstes Gespräch vonnöten. Aber jetzt unterhalte ich mich erstmal mit den Eltern von Leni. Nach einem ausführlichen Gespräch mit dem Ehepaar Reuter ist die Richterin schnell zu einem Ergebnis gekommen. Barbara Jülich sieht Lenis Wohl durch den Analphabetismus ihrer Eltern nicht in Gefahr gebracht. Leni, du darfst wieder zu uns. Komm her, Mäuschen. Jetzt bleibst du für immer bei uns. Wir können endlich wieder zusammen spielen und wir geben dich nie, nie wieder her. Hast du gehört? Endlich habe ich dich wieder im Arm. Ich habe dich so doll vermisst. Ich habe dich auch so doll vermisst. Dankeschön. Hat lange genug nicht gedauert. Nicht zu danken. Vielen Dank. Ja, vielen, natürlich, vielen Dank. Natürlich. Ich bin ja heilfroh, dass du es geschafft hast, dass Leni wieder nach Hause kommen kann. Ach, Schatz, ist das schön. Und weißt du, was das Tollste ist, Mäuschen? Mama und Papa haben jetzt angefangen, lesen und schreiben zu lernen. Das heißt, die können jetzt Geschichten vorlesen und bei den Hausaufgaben helfen. Endlich ist der Horror vorbei und wir können endlich nach vorne schauen. Und nächste Woche lernen wir lesen und schreiben in der Volkshochschule. Die Richterin hat mir Gott sei Dank zugestimmt, dass meine Mandanten liebevolle Eltern sind, die sich vorbildlich um ihr Kind kümmern. Und dass die beiden jetzt auch noch die Abendschule besuchen, um endlich lesen und schreiben zu lernen, das zeigt doch ganz deutlich, wie sehr sie sich für Leni einsetzen und dass sie auch alles tun, um sie zu fördern. Komm, dann gehen wir jetzt nach Hause. Auf jeden Fall. Ja. Ich lasse dich jetzt einfach auf dem Arm, dich nehme ich mit, ohne dass ich dich loslasse. Nach dem Gerichtsurteil haben Jutta Klose und Karin Schmitz wegen ihres unprofessionellen Verhaltens eine Abmahnung durch ihren Vorgesetzten erhalten. Denn Analphabetismus ist kein hinreichender Grund, Eltern ihr Kind wegzunehmen. Die Reuters haben eine neue Familienhelferin zugewiesen bekommen, die Nadine und Sven aktiv unterstützt, lesen und schreiben zu lernen. Und die kleine Leni eifert beim Diktatschreiben nun mit ihren Eltern um die Wette.